Il fatto che Wagner stesso ha avuto questo conflitto fino alla fine. Die Tatsache, dass Wagner bis zum Ende seines Lebens diesen Konflikt mit dieser Oper hatte, ist bezeichnend. Ich denke, Tannhäuser ist wirklich so etwas wie ein Spiegel, wie ein düsterer Spiegel des Musikers und des Künstlers im Allgemeinen. Dieser offene Konflikt, diese Wunde. Di questo conflitto sempre aperto, questa ferita. Tannhäuser ist ja ein Mensch, der von den der hin und her gerissen ist zwischen dem zwischen seinem sozusagen weltlichen Stehen, da wo er weltlich verankert ist, und andererseits von dem, wo er sich hingezogen fühlt. Und dieses Spannungsfeld zu bedienen, das wird sicherlich ganz interessant sein. Tannhäuser ist natürlich eine total extrovertierte Künstlerfigur und Natur, und Wolfram ist eher was Konträres, ein eher Intellektueller, dem die künstlerische Entäußerung als Möglichkeit des Verhaltens eher abgeht. Wolfram sieht natürlich, dass die Natur Tannhäusers in ihrer Extrovertiertheit und ihrer Künstlernatur ist ja interessant, dass das Künstlerische eben so extrovertiert dargestellt wird. Aber dass die erst dazu geführt hat, dass Elisabeth wieder zurückkehrte zu den Sängertreffen. Und man weiß ja, dass Wolfram die Elisabeth liebt und sieht auf einmal die Möglichkeit, vielleicht doch sich diesem Künstler naturell anzupassen. Il punto di partenza è Der Ausgangspunkt ist die Figur Tannhäusers als mögliche Metapher für den Künstler, also das Künstlernaturell, aber auch das Konzept der Liebe in ihrer problematischen doppelten Erscheinungsform. Und die Tatsache, dass Tannhäuser in diesem Liebeskonzept keinen eigenen Platz findet, macht ihn zu einer sehr interessanten Figur, zu einer Figur in Krise. Diese Krise, dieser Bruch, den er in sich trägt, kann zum Ursprung des Kunstwerks werden. A questa concezione di amore che lo rende un personaggio molto interessante, un personaggio in crisi, di crisi, e penso che questa crisi, questa frattura che porta in sé potrebbe essere l'origine dell'opera d'arte. Also der erste Höhepunkt ist sicherlich gleich der erste Auftritt mit dem Lied, mit diesen Liedern, und dann freue ich mich besonders auch auf die Ensembles, die da drin sind, und natürlich auch die Romerzählung, ist ja klar. Ich würde sagen, in dieser Rolle kommt es schon sehr mir entgegen, dass ich sonst viel Kunstlied singe. Aber es ist natürlich nicht nur eine liedhafte Oper. Die Ensembles im Sängerkrieg und auch das Ende des ersten Aktes und vor allem natürlich das Ende des dritten Aktes ab der Romerzählung sind zum Teil dramatische Passagen, auch für den Wolfram, da ist mit Lied eigentlich nichts mehr. An Kirill Petrenko gefällt mir ganz besonders, dass er sehr differenziert arbeitet und sehr genau ist. Credo che questa opera, proprio per la sua natura. Diese Oper muss man auf eine metaphorische und symbolische Art und Weise auf die Bühne bringen. Es wird also kein definiertes Ambiente geben, das man zeitlich oder räumlich verorten kann. Es werden Seelenlandschaften sein. Una connotazione temporale e neppure geografica. Sono più dei paesaggi della mente.